An so einem Tag bin ich am liebsten mit dem Roller unterwegs. Unabhängig und mobil. Mit wenig, aber genau dem richtigen Equipment. Ohne Stativ, ohne Schnickschnack. Ich möchte in Bewegung bleiben und mit dem arbeiten, was ich in den Händen halte. Mein Name ist Mike Lipp. Ich bin Landschafts- und Architekturfotograf aus Frankfurt. Und fotografiere seit 2017 für Sigma. Was ist geplant? Welche möglichen Überraschungen halten Location und Wetter bereit? Bin ich auf alles vorbereitet? Das Packen meines Equipments ist ein echtes Ritual für mich. Ein Moment der Konzentration und Vorfreude. Ich beschränke mich dabei auf das Wesentliche. Alles, was ich für das heutige Shooting benötige, passt in meinen Rucksack. Mit im Gepäck habe ich immer das Sigma 1424 für Architekturaufnahmen und das Sigma 35mm für freigestellte Details und Streetfotografie. Man kann mich wohl als Design-Nerd und detailverliebt bezeichnen. Ich stehe auf Minimalismus, abstrakte Formen, Geometrie, aufgeräumte Motive. Vielleicht hat mich Architektur auch deshalb in ihren Bann gezogen. Ein aufregender Sehnsuchtsort für mich ist immer wieder New York. Die Skyline, die Perspektiven und Schluchten, die einzigartige Atmosphäre. Und ein ganz bisschen von dieser Magie steckt für mich auch in Frankfurt. Die Wolkenkratzer der Bankenmetropole. Der Westhafen, im Kontrast dazu diese vertraute Übersichtlichkeit mit rustikalen Fachwerkhäusern. All das fangen wir heute an. 2005 habe ich angefangen, digital zu fotografieren. Ich habe Foren durchkämmt, die Technik studiert. Aber ein echtes Gefühl für Motive, für Geschichten und das richtige Timing bekommst du, wenn du die Kamera in die Hand nimmst. Die Haptik, spüren, wie die Kamera in den Händen liegt, die Objektive im Einsatz kennenlernen. Das macht mich heute als Fotografen aus. Dorthin zu gehen, wo andere vielleicht stehen bleiben. Regen nicht zu scheuen, sondern diese ganz besondere Schönheit und Mystik einzufangen, auf Details zu achten, die in dem Moment nur mir wichtig erscheinen. So bearbeite ich auch meine Bilder. Perfektionismus ist nicht immer der schnellste Weg, aber er ist meiner. So lange dran zu bleiben, bis das Ergebnis zu 100% mir selbst entspricht und ich sagen kann, das bin ich. Das Spannendste am Fotografieren ist für mich die ständige Entwicklung und Transformation. Für mich hat es sich immer gelohnt, Regeln zu brechen und neues Terrain zu betreten. Und am Ende genau das zu machen, was mir Spaß macht.